to have an awesome conversation on Judgment Day with billions and billions of vaginas and penises. It's explained at least three times that Juluduhum, meaning their skins are their vaginas and penises. Siehst, es handelt, sich wirklich, es handelt sich wirklich um Penis und Vaginas, die dann Zeugnis gegen denjenigen dann sprechen. Unfassbar, ne? Penis, also Penis und Vaginas werden dann am Tage des jüngsten Gerichts gegen euch aussagen. Das heißt, wir alle, die wir eine Entscheidung zum Beispiel für Jesus getroffen haben, Ungläubige, als Ungläubige sterben, mein Penis wird dann gegen mich sprechen. Und dann wird er sagen, oh Amir, das hast du aber gemacht und das wird gegen dich sagen. Ich geh kaputt, ey, das ist doch Comedy, ist das doch, ey. Richtig Cartoon, ey. Ich dachte, sowas befindet sich nur bei so American Dad und sowas, ne? Kennt ihr diese komischen Serien, ne? Aber bei Allahs Religion sieht man auf einmal, wie diese Katastrophe dann, also wie diese wahnsinnigen Verse dann durch die Ausleger interpretiert werden. Das ist unfassbar, ne? Penis und Vaginas werden dann quasi gegen euch dann Zeugnis ablegen. Allah hat Humor, genau, Alexa. Das ist alles metaphorisch, was für eine Intellektuelle, guck dir das an. Als würden die Sahaba und Mohammed ihr metaphorisch kennen. Was ist das, Mann? Alles, was sie sagen, ist wortwörtlich zu verstehen. Deswegen haben die meisten Sekten im Islam, die nicht glauben wollen, dass Allah wirklich Körperteile hat, sagen, es ist alles metaphorisch gemeint. Mit Hände sind seine Macht gemeint. Also, so hat Allah sich aber niemals vorgestellt. Das ist auch nicht der Glaube der Sahaba und alles Mögliche. Und da ist ein Riesenproblem, weil die Sekten im Islam ein großes Problem haben, Allah Körperteile zuzuschreiben. Weil wenn er Körperteile hat, ist er auch hier in seiner Schöpfung drin. Weil alles in seiner Schöpfung kann ja nicht von Gott sein. Weil Gott ist über unsere Vorstellungskraft, womit sie auch recht haben. Aber Allah beschreibt sich nun mal so. Und Mohammed sagt das ja auch in Sahih Bukhari, dass der Allah am Tage des jüngsten Gerichts sein Schienbein zeigen wird. Zeige, nicht metaphorisch, er wird es wahrhaftig so zeigen. Er wird dann seinen Schleier wegnehmen, dann zeigt er so sein sexy Schienbein so. Hey, hier, bitteschön. Und dann werden die Muslime aufgefordert, sich anbeten niederzuwerfen. Jeder von euch kennt den Hadith. Ne, lass du dir helfen, dass du ein Schienbein anbetest, Mann. Ein Schienbein, ist Allah in seinem Schienbein oder außerhalb seines Schienbeins? An was ist Allahs Schienbein denn gebunden? Ist das zu fassen, ey? Wie kann man nur so respektlos sein, wenn ich normale Fragen stelle? Ja, ist Allah in seinem Schienbein oder außerhalb seines Schienbeins? Ich bin endlich auf dem richtigen Weg. Ja, super. Sehr gut. Warum bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Kufur, Kufur. Quelle. Wie meinst du das mit... Achso, möchtest du wissen, wo Allah Körperteile hat? Zeige ich dir. Du musst eingeben, Allahs Shin. Allahs Shin. Allahs Shin. Nee. Laut Wikipedia, Alagen ist... Alagen, da hat der Alagen gefunden. Alagen, nicht Allahs Shin, Alagen.
Alexa antwortet. Kannst du bitte anpinnen? Sahih al-Bukhari 7439. Alexa antwortet. Pinne bitte den Hadith an. Sahih al-Bukhari 7439. Hallo? Amir? Ja? Grüß dich, hi, hier ist Josef. Guten Morgen. Josef! Amir, ich höre dich. Du kannst mich gut hören, ja? Ja, jetzt kann ich dich wieder hören, ja. Sehr stark, sehr stark. Amir, mein Schwager sitzt neben mir. Der ist ein sehr großer Fan von dir. Wir hören dich die ganze Zeit an und der hat gesagt, komm, ich klicke jetzt auf live, aber wenn wir live gehen, du redest. Sag deinem Schwager, er soll nicht ein Fan von mir sein. Sag ihm, er soll mich aus so eine Bruderliebe machen, nicht Fan sein. Hast du gehört? Amir, ich habe mal eine Frage. Ja. Du sag mal. Aber ich kann ganz, ich kann besser zuhören, wenn ihr mir 38 Löwen schickt und 97 Universen. Dann funktioniert das hier oben besser. Was hast du gesagt? Dann funktioniert alles besser. Aber ich habe dich leider nicht verstanden, aber ich denke, du hast was Gutes gesagt. Ja, nee, ich hab nur manchmal Spaß, weißt du? Weil es gibt ja eine Passage im Koran in Sura 58, Vers 12, in dem Allah Mohammed so gebietet, derjenige, der mit Mohammed reden will, der muss erstmal Geld bezahlen. Ach du Scheiße. Ja, deswegen sage ich immer. Und die sagen zu mir, das ist der vertrauenswürdigste Mensch, der je gelebt hat. Also wenn das vertrauenswürdig ist, dass ich von dir Geld verlange, damit du mit mir redest, ja, dann mache ich das ja auch. Dann bin ich ja genauso vertrauenswürdig, oder was? Jetzt verstehe ich, was du meinst. Hammer, das ist also Hammer. Betrug. Das ist der größte Betrug. Das ist so ein Betrug, ey. Amir, wir sind ja... Ja, mein Bester. Wir sind Italiener und Griechen. Ja, wir sind sehr gläubig, sehr christlich angehaucht, sag ich mal. Und die Einzige, die so ein bisschen aus der Spur geraten ist, so auf ganz distanziert gesagt, ist meine kleine Schwester. Die, wenn wir anfangen mit ihr zu reden, sie ist sehr, sag ich mal, so sehr islamorientiert, hat sehr viele Freunde, die in dem Islam sind, die natürlich ihr das Schönste von der Religion erzählen. Und wenn man sie dann konfrontiert mit den Dingen, die du zum Beispiel auch hier zeigst und mit denen wir uns beschäftigen, boah, Bruder, da wird sofort eine Wand, ne, das Herz wird verhärtet, da wird eine Wand aufgezogen, das ist sehr, sehr schwierig. Und wir machen uns alle ein bisschen Sorge. Ne? Meine Mutter sagt auch, sie möchte nicht, dass sie in schlechte Hände gerät, weil du weißt, also wir leben ja mit Vorurteilen, dass wir glauben, dass meine Schwester, wenn die irgendwann mal so einen Mann hat, und die trennen sich dann, ne, dass sie dann dadurch noch mit Konsequenzen zu leben hat und so. Also eine schwierige Lage, in der wir uns befinden. Vielleicht kannst du ja den einen oder anderen Tipp geben, wie wir damit umgehen können. Ja, das Problem ist, wenn sich jemand so verbissen und verbittert in eine Ideologie jetzt mit dem Islam, jetzt gerade hier mit deiner Schwester, so tief jetzt damit auseinandersetzt und da kannst du die fast kaum erreichen. Du musst einfach versuchen, so gut es geht, die Fragen zu stellen, weil wenn du jetzt die ganze Zeit darauf einbrechst sozusagen, dann macht sie immer weiter zu. Ich würde dir empfehlen, dass du versuchst, so die richtigen Fragen zu stellen, wo sie selber darüber nachdenkt und sagt, ja stimmt, das irgendwas stimmt da nicht. Ne? Auch als Frau, ne, das Mohammed ja gesagt hat, in Sunan ibn Majah, Hadith 1986, das kannst du dir merken, Sunan ibn Majah, Hadith 1986, dass der Mann nicht in Frage gestellt werden soll, warum er seine Frau schlägt. Das ist sehr, sehr kritisch. Sehr, sehr schlimm. Unter der Scharia muss ihr bewusst sein, dass die Frau so gut wie keine Rechte hat. Ne? Das sehen wir in den islamischen Ländern. Sobald eine Frau ist im Islam so wie nur die Gebärmaschine. Mehr ist sie gar nicht. Das ist das Problem, was wir haben. Und die meisten Muslime wollen das nicht begreifen, weil sie niemals unter der Scharia gelebt haben. Denken sie so, der Islam ist so eine ganz wunderschöne Religion, die der Frau so die Rechte gewährt. Nein, nein. Zu der damaligen Zeit ging das schon hardcore ab.
da wo sie ihre Frauen verprügelt haben und alles mögliche, und Mohammed nie etwas gesagt hat. Amir, weißt du, was das Problem ist? Diese Leute, mit denen meine Schwester abhängt, ne, die wissen das, was du sagst, alles gar nicht. Beziehungsweise, wenn sie das hören würden und wenn du denen das versuchst zu belegen, das ist ja quasi dein täglicher Kampf, den du führst, indem du eigentlich ja versuchst, nur sachlich wiederzugeben, was du liest. Die Leute schließen die Augen davor. Die wollen ja, die sehen das ja nicht. Und genau diese Menschen, die bei meiner Schwester im Umfeld sind, sehen das genauso wenig. Die sagen immer noch, der Islam ist die schönste Religion. Der Islam hat nichts mit Saudi-Arabien zu tun und mit diesem Scharia und keine Ahnung was zu tun. Ja, da siehst du, Das ist eine Gehirnwäsche auf dem höchsten Niveau, ne? Genau. Gehirnwäsche auf dem höchsten Niveau, ne? Ja, du musst dir dann fragen, was macht denn Saudi-Arabien anders als was Mohammed so im 6. Jahrhundert gemacht hat? Schneiden die Köpfe ab? Ja, genau. Schneiden die. Bringen die Menschen um, die die Religion verlassen? Ja, bringen sie. Genau. Jeden Tag köpfen die Menschen dort. Genau. Ich habe zu ihr gesagt, wie du immer gesagt hast, das feiere ich. Ich wiederhole immer eins deine Worte, weil man kann es nicht besser sagen. Die Menschen, die dort unten leben, die sind radikal, also aus unserer Sicht sind die ja radikal, ne? Aber das sind doch die Menschen, die ja wirklich nach dieser Religion richtig leben. Du kannst ja nicht mal Vorwurf machen, weil die sagen, ich lebe so, wie das da drin steht, oder nicht? Ja, ganz genau so sieht's aus. Und für manche wirkt das dann sehr, sehr extremistisch, obwohl sie nur praktizierend sind. Das ist ja das Problem. Genau. Sobald ein Muslim praktizierender wird, wird er für andere Muslime, die so ganz normal leben, so ein Extremist. Aber das ist Quatsch. Entweder man nimmt seinen Glauben ernst und praktiziert alles, was man so da drin findet, oder man lässt es sein. Man kann ja nicht so 50-50 machen. Was ist das, bitte? Ja. Entweder du bist ganz bei der Sache oder du lässt es sein. Richtig. Aber Amir, eine letzte Frage habe ich noch. Das wollte ich dir schon immer fragen. Ich nutze das jetzt aus. Ich feiere das, dass wir live mit dir sind. Diese ganzen TikTok-Leute, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber du weißt selber, die immer Walla, Habibi und Koran-Verse irgendwie wie von sich geben und immer sich so tun, als ob die krassen Prediger wären und so. Ja. Und man weiß eigentlich, dass die aufgesogen sind von so viel Bösartigkeit, aber nach außen labern die so eine Scheiße. Was wird denen widerfahren, diesen Menschen? Was denen widerfahren wird? Ja. Inwiefern, was meinst du, was denen widerfahren werden wird? Oder, guck mal, ich mach mal ein Beispiel. Komm, ich nimm jetzt einfach einen Namen, ist ja egal. Ne? Ich liebe ja alle, so Nächstenliebe. Manuelsen zum Beispiel, ne? Ja. Bei dem weiß man doch, wenn du so seine Geschichte ein bisschen erlebst und den so ein bisschen beobachtest, so wie der auch reagiert und wie der über andere Mütter spricht, über andere Menschen spricht und so weiter. Auf der anderen Seite aber, siehst du denn dann in einem anderen Video, wo der ganz entspannt ist und sagt, Koran, Wallah, so, Allah, so ist mein Hirte und keine Ahnung was. Das passt für mich alles nicht übereinander, diese Doppelmoral. Weißt du, was ich meine? Ja, die sollten dann halt, wenn sie schon so einen Lifestyle führen, dann sollten die überhaupt gar nicht mehr über den Glauben sprechen, weil das wirkt dann sehr, sehr verstörend. Ja, was ist das dann bitte so nach dem Motto, ne? Sollte dann einfach gar nicht mehr darüber sprechen, weil sie führen einen ganz anderen Lifestyle als das, was Allah da von ihnen verlangt. Ja, und wenn es eines Tages soweit sein wird, ne? Gehen wir mal von der hypothetischen Seite aus. Dass hier die Scharia herrscht, dann sind diese ganzen Rapper werden dann eingesammelt und dann nach und nach die Schädel abgeschnitten. Also deswegen frage ich mich, wie man überhaupt Muslim sein kann als hier lebender Muslim sozusagen, ein europäischer Muslim. Ah, sowas. Natürlich. Muss dir mal vorstellen, dass sie mit ihrer Musik und alles Mögliche ja die muslimischen Jugend ja zu bösartigen Dingen verleiten. Und das Urteil über solche Leute ist dann sehr, sehr grausam. Und das ist dann natürlich, Nackentherapie. Ja, krasser Scheiß. Amir, ich feiere dich. Auf jeden Fall, wir feiern dich. Wir sind große Fan. Du wirst jetzt sagen, nein, sei nicht mein Fan. Ne? Liebe Jesus Christus, das tun wir. Wir sind trotzdem deine Fans. Wir finden das gut, was du machst. Es ist schön, dir zuzuhören. Das ist so, weißt du, ich könnte Radio 1 live hören, das ist immer die gleiche Scheiße, oder ich höre lieber dir zu. Ja, von mir hast du ja wenigstens, kriegst du noch was mit und versuchst hier die. Was meinst du, wie viele Familienmitglieder so verzweifelt sind, weil ihre
anderen Familienmitglieder sich auf einmal für den Islam interessieren und wissen gar nicht, was das für eine Religion ist. Und dann auf einmal da ihre Familienmitglieder davon abbringen wollen, dass sie so eine dumme Entscheidung treffen. Muss dir mal vorstellen, dass wenn deine Schwester diesen Satz ausspricht, die Shahada, dass sie dann in den Islam eingetaucht ist, dass das der gefährlichste Satz ist, den man nur aussprechen kann. Weil wenn es eines Tages so sein wird, dass deine Schwester doch erkannt hat, dass der Islam falsch ist und sie eine Entscheidung raustreffen will, kommt sie ohne ihren Schädel nicht mehr da raus. Oh, heftig, ja. Das kommt auch noch dazu. Heftig. Du weißt ja, was Mohammed gesagt hat. Derjenige, der seine Religion ändert, den tötet. Ja. War heftig. Also muss jedem bewusst sein, jeder, der mich gerade zuhört, der sich gerade für den Islam so interessiert, dem muss bewusst sein, meine Liebe, mein Lieber, wenn du diesen Satz aussprichst, die Shahada, die erste Säule des Islams, die Shahada, das Glaubensbekenntnis, wenn du diesen Satz aufsagst, betrachten die Muslime dich erstmal als Muslim. Dann darfst du sogar Mekka betreten, alles, wenn du die Shahada aussprichst. Dann bist du Muslim. Aber solltest du eines Tages herausfinden, dass der Islam doch nicht die Wahrheit ist und du Sachen herausgefunden hast, die ultra schwer für dich sind und dann du eine Entscheidung raustreffen willst und dann aufhörst zu beten und sowas, die werden dich hinrichten. So gefährlich ist der Islam. Heftig. Deswegen darf eigentlich der Islam in kein europäisches Land auch nur akzeptiert werden. Sie haben ihr eigenes Rechtssystem. Sie haben ihre eigenen Gesetze, alles. Es ist also nicht kompatibel mit Demokratie und anderen menschlichen Gesetzen. Ne? Das stimmt. Ich wundere mich halt auch immer, also ich sag mal nach außen, das, was man uns verkauft oder das, was die Medien von sich geben, ist der Islam eines der schönsten Religionen dieser Welt. Ne? So. Ja. Auf der anderen Seite ist das genau das, was du immer sagst. Du kannst ja mit einem, der stark gläubig ist, aber auch nicht vernünftig reden. Weil wir haben ja irgendwie den Vorurteil, dass sie sofort aggressiv werden und sie sofort dich schlagen wollen und verfolgen, keine Ahnung was. Ne? Mit denen kannst du gar nicht. Ja, die haben einen aggressiven Geist in sich. Die haben einen aggressiven Geist in sich, sehr, sehr aggressiv und bösartig. Ne? Ja, verstehe ich nicht, wie das zusammenpasst, ne, dann. Und die sehen das ja selber nicht, das ist das Komische. Ne? Die sehen das ja selber nicht. Ja, krass. Ja, Mia, auf jeden Fall vielen Dank für dein Gespräch. Deswegen. War sehr cool. Gerne. Gott segne dich. Aber mach du dir selber auch Gedanken. Nimm die Beziehung zum Herrn Jesus Christus wieder auf. Lies ein wenig die Heilige Schrift und schau, was der Herr Jesus Christus von dir verlangt. Weil diese Gesellschaft kannst du nicht mehr. Du musst versuchen, erstmal deine Seele in Sicherheit zu bringen und dann versuchen andere Menschen auch, vom Herrn Jesus Christus zu erzählen, was er deiner Seele angetan hat. Ist richtig, ich habe jetzt angefangen auf Spotify. Ich fange jetzt ganz vorne an. Ich bin gerade dabei, das Alte Testament lasse ich mir vorlesen mit Erklärungen. Das finde ich ganz gut. Weil ich sitze halt viel im Auto, ja, du, weißt du, dann anstatt so dreckige Musik zu hören, dann kann ich mich auch ein bisschen vernünftig bilden. Also ich will mich da jetzt ganz tief mit beschäftigen. Genau, weil was du sagst, man muss selber damit anfangen, um das weiterzutragen. Ja, Amen, sehr gut. Möge der Jesus Christus dich segnen und deine Schwester helfen, da wieder rauszufinden, weil wenn es hart auf hart kommt und sie dann auf einmal so einen islamischen Mann findet, der dann sie noch mehr manipuliert und alles Mögliche, ja, dann kriegst du sie fast gar nicht mehr da raus. Ne? Genau das. Die meisten Frauen, die konvertieren, tun es ja einfach nur für ihren Mann, ihm zuliebe, ihm zu gefallen. Genau. Mehr ist das gar nicht. Und das geben ja auch islamische Gelehrte zu. Genau. Wobei, weißt du, ich glaube, meine Schwester ist gerade 19, ne? Und ich sag mal, eine 19-Jährige von heute kannst du nicht mit einer 19-Jährigen aus unserer Generation vergleichen. Die haben ja alle nur Scheiße im Kopf, ne? Die haben ja nur Müll. Also all das, was im Kopf kommt, ist ja für den Restmüll gedacht, weil die alle keinen Anstand mehr haben, diese Leute aus dieser Zeit. Und die Sache ist, ich glaube, bei meiner Mutter ist das auch so, oder bei meiner Schwester ist das so, dass sie aus Trotz, weil sie weiß, was wir für eine Meinung darüber haben, dass sie aus Trotz dagegen ist, weißt du? Gar nicht mehr so auf sachlicher Ebene, sondern so, ich bin aus Trotz gegen eure Meinung. Das kann auch sein. Es kann auch sein, dass sie sich da von irgendwem einlullen hat lassen. Ne? Also es kann vermuten, wir müssen das jetzt, wir vermuten jetzt die ganze Zeit, aber es kann auch sein, dass durchaus sie sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und sich von irgendwem
ja, also Gehirn gewaschen hat lassen, ne? Ja. Und meine Mama hat die größte Angst, ne, weil sie halt nicht weiß, wie entwickelt sich das, in welche Richtung geht das. Aber ich werde damit weitermachen, wie du gesagt hast. Ich werde nochmal versuchen, richtige Fragen zu stellen, was du mir jetzt mitgegeben hast, und mal gucken, wie sich das entwickelt einfach. Genau, du musst einfach versuchen, die richtigen Fragen. Du musst dir mal vorstellen, du musst ihr als Frau sagen, Mohammed ist in den Himmel aufgefahren, also beziehungsweise er hat der Himmel und Hölle gesehen, und die meisten Himmel, die meisten Höllenbewohner waren die Frauen. Was? Was ist das bitte, Mann? Heftig. Ja. Du siehst also, der hat so die Möglichkeit gehabt, Himmel und Hölle zu sehen, und da hat er auf einmal gesehen, dass die Frauen die Mehrheit der Hölle bilden. Und weiß auch wieso, weil sie so undankbar sind, weil sie so nicht religiös sind, weil sie Mangel an Verstand haben. Also Mohammed sagt, dass Frauen so dumm sind in den Hadithen. Unglaublich. Ja, wie kann eine Frau bei klarem Verstand sich für den Islam entscheiden? Das musst du dich mal fragen. Ja. Eine von vier Frauen werden, unzählige SEX-Sklavinnen nebenbei darf der Mann haben. Also was interessiert, wie kann eine Frau nach dem Ganzen, was sie so selber herausfinden kann im Internet, was sie so alles verzeichnet hat, wie kann sie sich dann für den Islam entscheiden? Das ist unmöglich. Es sei denn, man blendet alles aus. Das ist das. Man blendet alles aus und möchte es nicht wahrhaben. Genau. Ja, aber Amir, das ist schon hart, sich das einzugestehen, ne? dass der Islam nicht das ist, wie man ihn verkauft bekommen hat, ne? Das ist schon schlimm. Das kostet viel Überwindung, muss man ja schon sagen. Ja, natürlich. Na? Okay. Okay, danke dir für deine Zeit. Möge der Herr dir Kraft geben und dich behüten und beschützen. Danke. Dir auch, Amir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar, mach's gut. Ciao. Ja, traurig, ne? Und so sind auch viele andere Familienmitglieder. Ah, warte, ich tue dich raus. Ja, danke. Ja, traurig, ne? So sind auch viele andere Familienmitglieder, die auf einmal solche Probleme dann innerhalb der Familie haben, ne? Weil sie dann auf einmal sehen, dass irgendwelche Familienmitglieder sich für diese für den Islam interessieren und sich davon irgendwem so einlullen haben lassen, ne? Das ist unfassbar. Nehmt die ganzen Beweise, was ich euch zeige, und setzt das in euren eigenen Diskussionen ein. Thank you.
Hetzman. Hetzman. Immer noch 344 Leute. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr euch selber Gedanken macht um eure Ewigkeit, ne? Dass ihr, ja, dass ihr wisst, dass ihr auch eines Tages in den Tod geht, weil diese Gesellschaft bringt uns so weit, dass wir komplett vergessen, dass wir auch eines Tages irgendwie in den Tod gehen, dass wir jeden Tag in den Tod gehen können. Wir sind ja mit allem Möglichen abgelenkt, ne? Und das muss uns immer wieder bewusst sein, dass es eines Tages, ne, jeden Tag kann unser Leben vorbei sein. Und dann gehen wir in die Ewigkeit. Und dann kehren wir nicht mehr zurück, um Buße zu tun. Daher möchte ich nochmal diese Situation, beziehungsweise, ja, nochmal in dein Herz reden, dass du dir Gedanken machst darum. Dass du dir eingestehst, dass du auch eines Tages in den Tod gehst und, ja, dann in die Ewigkeit gehst. Ich hoffe natürlich, dass du bewusst auf die Suche, aktiv auf die Suche nach Gott gehst und ihn einfach fragst, wer bist du, Gott? Ich bekomme von dir so viele unterschiedliche Antworten von so vielen unterschiedlichen Menschen und ich bin verwirrt. Wer bist du? Zeig dich mir. Und der Herr wird sich dir zeigen. Der König der Könige und Herr aller Herren, Offenbarung 19,16. Ja, wie gesagt, ne, der Herr Jesus Christus wartet mit offenen Armen auf euch und es gibt so viele Menschen, die einfach seine Gnade ablehnen. Das ist für mich unvorstellbar. Unvorstellbar. Servus, Ami, danke, dass du mich drangenommen hast. Danke, weil ich bin in der Arbeit. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch ebenso. Du, angenommen, Koran wäre die Wahrheit, ja? Koran besagt ja, dass vor uns Dschinns gelebt haben. Mhm. Und der Iblis aus Feuer ist, auch ein Dschinn, ne? Meine Frage wäre jetzt, oder ist, du, wieso berichtet keine Bücher oder keine Bücher davor, dass solche Wesen jemals gelebt haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist doch, meine menschliche Logik sagt, du, vor uns hat es ja sowas noch nie gegeben. Weißt du, was ich meine? Ja, in die Geisterwelt zu sehen, ist natürlich ein bisschen kritisch, ne? Also das müssen wir dann so stehen lassen, ne? Weil wir können einfach nicht so Engel sehen, weil sie in unserer
Dimension nicht einfach so zu sehen sind. Sie leben in einer anderen Dimension. Ja, Amir, aber meine Frage ist, sowas hat es ja noch nie, sowas hat nicht existiert, oder nicht? Wer berichtet, dass Dschinns gegeben hat, dass so eine Wesen existiert hat? Da müssen wir Gott vertrauen, wenn er das in seinem Wort da reinschreibt, ne? Wenn auch die Bibel darüber berichtet. Als Muslim jetzt, meinst du? Als ein Muslim? Nein, ich meine jetzt auch aus der christlichen Perspektive, weil wir glauben ja auch an Engel und Dämonen und alles. Ja, aber Dämonen und Engel ist dasselbe und das sind nur gefallene Engel. Aber Dschinns, ja. Das meine ich. Unreine Geister, ja. Aber wir müssen, da, wenn die Bibel darüber berichtet, da müssen wir das so stehen lassen, ne? Dass es solche Wesen gab, also beziehungsweise der Gott diese Wesen erschaffen hat. Die Engel und sie dann gefallen sind und unreine Geister geworden sind. Unreine Engel. Ja. Hast du meine Frage verstanden? Ich meine, der Koran sagt, dass vor der Menschheit die Dschinns gelebt haben. Ja, die sind aus Feuer entstanden, weil der Iblis sich nicht gebeugt hat vor den Menschen. Er wurde aus Feuer geschaffen, die anderen aus Licht und so. Achso, weil es gibt Dschinns, die sind aus Feuer, die sind Christen, gibt's Muslime, gibt's gute und schlechte Dschinns. Weißt du, was ich meine? Das muss ja, bei den Muslimen ist das so. Der Mohammed genau, hat ja auch. Ich rede jetzt von islamischer Sicht. Ja, ich weiß. Der Mohammed hat ja hier auch von Satan irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Wörter in den Mund gelegt bekommen. Ne? Das ist auch heftig. Von irgendeinem Dschinn. Ne? Und an alle da sagt andere. Er, diese Dschinns sagen mir nur gute Sachen. Genau. Und alle anderen Bücher, sei es jetzt Alte Testament, Tora und alles, berichten, dass der Teufel ein gefallener Engel ist. Warte ganz kurz einmal. Und das ist ja meine Frage. Wenn man jetzt logisch nachdenkt, wieso wurde nie davor berichtet, dass der Satan aus Feuer erschaffen ist? Ein Iblis, nicht ein gefallener Engel. Versteht ihr, was ich meine? Leute, weil ich bin in der Arbeit, ich muss leider zurück. Ich verstehe die Logik der Muslime manchmal gar nicht. Arme Bruder, ich muss leider, ich muss wieder rein und weißt du, was ich meine? Es ist ja, wieso haben keine Bücher davor berichtet, dass der Teufel ein Iblis, weißt du, ein Dschinn ist, das meine ich. Ja, aber wie sollen denn die Bücher irgendwas schreiben, wenn sie nicht von Gott sind? Gott berichtet doch darüber, was am Anfang gewesen ist. Ich verstehe nicht die Logik der Muslime. Da müssen sie schon wissen, da passt irgendwas nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, die Fragestellung irgendwie verstehe ich nicht ganz. Du siehst doch, dass Gott in seinem Buch etwas offenbart und was vor Gott war, das gab's nichts. Außer das, was er in seinem Buch jetzt uns offenbart hat, was in seiner Zeit sozusagen war. Genau. Was er erschaffen hat und dies und das und jenes. Ja. Und bevor der Mohammed gekommen ist, hat sowas nicht existiert. Weißt du, was ich meine? Ja, Mohammed berichtet ja darüber aus seiner Perspektive, was dieser Jibril ihm da offenbart hat, was Allah da gemacht hat am Anfang. Verstehst du? Und genau. Und wieso braucht er einen Vermittler? Weißt du, eigentlich hat immer die Botschaft hat hinter eigentlich der Jibril gebracht. Weißt du, was ich meine? Warum hat er da einen Vermittler gebracht? Weil jeder Prophet Jibril, ja genau. Bei allen, mit allen redet Allah. Außer bei Mohammed. Da schickt er auf einmal so einen Engel. Weißt du, das ist ja die Logik. Das ist ja mein menschlicher Verstand. Ja, das ist sehr wichtig. Alles genau. Beobachte. Alle genau. Propheten haben direkt mit Gott gesprochen. Warum braucht er den Engel dazwischen? Weißt du, was ich meine, Bruder? Ja, genau. Natürlich kann Gott seinen Engel schicken, um eine Botschaft rüberzubringen. Ja, aber die ganze Zeit, das ist so ein ganzes Buch offenbart und alles, das ist auch heftig. Da muss man darüber nachdenken. Genau, das ist für mich. Und dann sieht man auf einmal in den Hadithen, dass er gefragt wurde, ja, Rasulallah, nicht mal du bist sicher vor den Teufeln. Er sagte, nicht mal ich bin sicher, aber sie erzählen mir nur Gutes. Ja. Die Teufel erzählen Mohammed Gutes. Muss man vorstellen. Wirklich, manchmal, ich verstehe deren Logik nicht, ja, warum sie so eine komische Logik haben, ja, die Muslime. Ich zeig den Leuten das dann, bis gleich, ja. Armin, ich schmeiß dich jetzt raus, ciao, ciao. Meine Kollegen, okay, alles Gute. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Mal sehen, ob wir den Hadith finden. Dass die Teufel dem Mohammed nur gute Sachen erzählen. Ist das zu fassen? Mohammed sagt, die Teufel haben zwar Macht, aber sie erzählen uns nur gute Sachen. Hier, Alexa, Sahih Muslim 2814a. Sahih Muslim, Hadith 2814a. Und hier heißt es, there is none amongst you with whom is not attached from amongst the jinn. Und es gibt keinen von euch, der nicht von Satan berührt wurde, von den Teufeln. They, the companions, also die Sahaba, sagten, Allahs Gesandter. Auch nicht mit dir, auch mit dir, with you too, auch mit dir. Da sagte der, Rasulallah, thereupon he said, yes, ja, aber Allah hilft mir gegen sie. Und ich bin sicher von ihnen und ihrer Hand. Und was steht hier? From his hand and he does not command me but for good. Also ich bin sicher vor ihren Händen, aber diese Teufel erzählen mir nur gute Sachen. Die befehlen ihm nur gute Sachen. Ist das zu fassen? Mohammed sagt, dass Teufel ihm nur gute Sachen berichten. Da hätte ich schon erheblichen Zweifel an dieser ganzen Sache. Sofort. Wie? Teufel erzählen dir gute Sachen? Was ist das denn? Er hat doch hier angepinnt, Leute. Das steht doch da. Angepinnt von Alexa antwortet. Hadith 281, Alexa, bitte nochmal anpinnen. Sahih Muslim, Hadith 2814a. 2814a. Ach, krass, die Ehre mal was. Wer garantiert dir denn, dass du nicht dem Bösen folgst? Unwissentlich. Ja, wenn du sagst, dass ich dem Bösen folge, dann musst du dem Herrn Jesus Christus auch nur eine Lüge oder eine Sünde nachweisen. Und wir hatten ja die Begebenheit, als die Pharisäer ihm versucht haben, eine Sünde und eine Lüge nachzuweisen. Und keiner von ihnen konnte es. Denn der Herr Jesus Christus selber sagt ja, wer kann mich auch nur einer Sünde überführen oder eine Sünde nachweisen? Keiner von euch. Niemand. Und so ist der Herr Jesus rein, heilig, selbst im Koran und der einzige, wo Mohammed gesagt hat, dass weder er noch seine Mutter von Satan berührt wurden. Alle Menschen der Welt wurden von Satan angefasst, außer Isa und seine Mutter. So sieht das aus. Das heißt, wir folgen jemanden, der nie auch nur eine Lüge getätigt hat. Nicht jemand, der gesagt hat, ja, du darfst in drei Fällen ausnahmsweise lügen. Was ist das denn bitte? Eine Katastrophe ist das. Was steht denn in Jami at-Tirmidhi 11? Open that. Oder was ist das? Was steht in Jami at-Tirmidhi 11? Ein Gott, der ein Schienbein hat. And both of his hands are right hands. Das muss ich mir mal vorstellen, denn Mohammed sagte, dass beide Hände von Allah rechts sind. Zwei rechte Hände hat er. Ein Schienbein, lockiges Kopf, einen lockigen Kopf. Ein junger Mann ist das.
der einen grünen Anzug anhat. Und dann sagen die zu uns Christen, ihr seid Muschrikin, ihr betet einen Menschen an. Ja, was bleibt denn dann noch übrig, wie Allah aussieht? Ein Schienbein, zwei rechte Hände, ein wolligen Kopf, junger Mann, mit einem grünen Anzug. Klein, ein hervorstehendes Auge. Das ist der Wahnsinn, ist das, Mann. Nein,